Bienvenue, mesdames et messieurs. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Geschichte. Ich hoffe, Sie haben es alle bequem. Wieder ist einige Zeit ins Land gegangen, nachdem unser Abenteurer und Weltenbummler Phileas Fogg in den unterirdischen Gängen einer abgelegenen schottischen Gemeinde aufregenden Ereignissen und Gefahren ausgesetzt war. Einige Fragen sind seitdem offen geblieben. Zu ihnen gehört die nach dem Verbleib von Viktor Frankenstein, der Fogg und seinen Freunden zuletzt nach dem Leben trachtete. Nun, ich hoffe, Sie sind bereit für ein paar Antworten. Ich will Sie nicht länger auf die Folter spannen. Folgen Sie mir auf den wohl geheimnisvollsten aller Kontinente. Kommen Sie mit mir nach Afrika, wo Phileas Fogg... Aber warum lassen wir Ihnen das nicht selbst erzählen? Mesdames et Messieurs, ich wünsche Ihnen viel Vergnügen. Wir sind nicht amüsiert. 3 Monate durchstöbern wir bereits dieses Areal, ohne auch nur auf die allerkleinste Spur gestoßen zu sein. Nein, nein, wir sind wirklich nicht amüsiert. Mit Verlaub, Lord Eckleby, aber ich habe Sie von Anfang an davor gewarnt, dass ich die Suche nach Dr. Johausen nicht allzu leicht gestalten würde. Der letzte Wink, den wir erhielten, stammte von einem Eingeborenen aus dem Kongo. Und ich habe den Verdacht, dass er uns in die falsche Richtung geschickt hat. Aber die Goldmünzen hat er genommen. Es geht auf 6 Uhr zu. Die Männer sind müde. Wir sollten uns nach einem geeigneten Nachtlager umsehen, my Lord. Ach, wenn nur diese lästigen Unterbrechungen nicht wären. Also meinetwegen. Bis zum Waldrand werden es diese gut bezahlten Träger aber hoffentlich noch schaffen. Ich werde Ihnen den Weg bis dorthin mit der Aussicht auf ein Stück gebratenes Antilopenfleisch schmackhaft machen, my Lord. Ja! Alles in Ordnung, Aouda? Aber ja. Was sagt Eckleby? Wann rasten wir? In etwa 1 Stunde, wenn wir den Wald erreicht haben. Die Laune des Lords ist nicht gerade die beste. Das kann man wohl sagen. Ich informierte ihn soeben darüber, dass die Träger ab nächster Woche mehr Geld wollen. Da ist er mir fast an die Gurgel gegangen. Ich glaube, diese ganze Expedition ist sehr enttäuschend für ihn verlaufen. Bisher haben wir keine Spur von seinem Freund Dr. Johausen entdeckt. Ein deutscher Sprachforscher, der in den Urwald gegangen ist, um die Laute der Affen zu erforschen. Kein Wunder, dass der verschwunden ist. Für mich klingt das très bizarre. Apropos verschwunden. Über Nacht ist schon wieder jemand heimlich an den Vorräten gewesen. Es fehlen ein Schlauch Wasser und eine Ration Dörrfleisch. Sicher einer der Träger, Sir. Ich werde heute Nacht ein Auge darauf haben. Und du vergiss nicht, was du Lord Eckleby versprochen hast, Phileas. In genau 1 Woche ist der letzte Tag im September. Wenn du ihm bis dahin nicht helfen konntest, Johausen aufzuspüren, trennen sich unsere Wege wieder. Wie könnte ich das vergessen? Wir werden also voraussichtlich schon bald wieder unsere eigenen Pläne weiterverfolgen. Die Suche nach Viktor Frankenstein? Mit Verlaub, Sir, aber diesen Kerl zu finden, ausgerechnet hier in der afrikanischen Savanne, halte ich für noch unwahrscheinlicher als das erfolgreiche Aufspüren dieses verrückten Forschers. Vergiss die Nachricht nicht, die uns unser Informant in Kairo hat zukommen lassen. Frankenstein wurde gesehen, wie er sich einer Expedition in den Kongo angeschlossen hat. Und wenn schon, Phileas. Warum lässt du ihn nicht einfach laufen? Gut, er hat versucht, dich zu töten, aber es ist ihm nicht gelungen. Und er wird es sicher nicht wieder versuchen. Da bin ich mir nicht so sicher. Und abgesehen davon, ihr beide scheint zu vergessen, dass er in Schottland ein gefährliches Serum entwendet hat. Er wäre kein Wissenschaftler, wenn er damit nicht herumexperimentieren würde. Und er wäre nicht Frankenstein, wenn er damit nicht die halbe Welt ins Verderben stürzen könnte. Wenn das so ist, dann hoffe ich, dass wir ihm begegnen, bevor er sein Ziel erreicht hat. Die Expedition des exzentrischen Lord Eckleby aus Sussex, England, erreichte ihr Tagesziel gegen 7 Uhr am Abend des 29. September. Die 20 mitreisenden Träger, die man zuvor aus kleineren Dörfern in Zentralkongo rekrutiert hatte, schlugen unter Aufsicht des Scouts Kamis das Lager in der Nähe des Waldrandes auf. Dort, wo die afrikanische Savanne in den allmählich dichter werdenden Urwald überging. Kamis entfachte ein Feuer, auf dem er das Fleisch 2 Antilopen briet,
die Eckelby und er selbst über Tag geschossen hatten. Nach dem Essen legten sich die Eingeborenen schlafen und es wurde schlagartig still im Lager. Nur Fogg und Passepartout saßen noch eine Weile mit Kamis zusammen, um die Marschroute für den kommenden Tag festzulegen. Ich befürchte, dass er genau das tun will. Er wird ins Dickicht eindringen, das noch nie zuvor ein Mensch betreten hat. Wir werden uns verlaufen. Denken Sie an meine Worte. Wie denkst du darüber, Kamis? Den Urwald umrunden heißt mehrere Monate verlieren. Wald zu durchqueren nicht ungefährlich, aber Kamis kann erledigen diese Aufgabe. Eckeby kann froh sein, dich dabei zu haben. Also gut, wir werden ihm den Vorschlag unterbreiten und... Psst. Was ist? Jemand ist im Lager. Jemand, der nicht gehören hierher. Ich habe es auch gehört. Seht doch, da war ein Schatten. Er ist hinter dem Wagen verschwunden. Ein Löwe vielleicht? Noch nie gehört, dass Löwe sich trauen so nahe an Feuer heran. Aber nicht unmöglich. Wir vorsichtig sein. Wir sehen nach, was da los ist. Kamis, du gehst von links heran, Passepartout und ich kommen von der rechten Seite. Verstanden. Danke, dass Sie mich nicht haben allein gehen lassen, Sir. Hast du etwa Angst? So kenne ich dich gar nicht. Es macht mir nichts aus, einen Gegner zu bekämpfen, den ich sehen kann. Aber aus dem Rückhalt von einem blutrünstigen Löwen angefallen zu werden, das ist schon ein anderes Kaliber. Leise jetzt. Wir sind beim Wagen. Da vorne ist er. Sehen Sie doch seinen Schatten. Mein Gott, er ist riesig. Und er geht auf zwei Beinen. Es ist Kamis. Mon Dieu, das muss einem doch auch gesagt werden. Hast du etwas gefunden, Kamis? Nein, Mr. Fogg, nichts zu entdecken. Er ist unter Wagen gekrochen, Sir. Aber kein Vierbeiner, sondern nur zwei. Verstehe. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer hier nachts herumschleicht. Hab ich dich! Nein, lassen Sie mich los! Sofort loslassen! Was sagt man dazu? Ein blinder Passagier. Und genauso weiß im Gesicht wie du, Passepartout. Unmöglich! Wo kommt denn der Bursche her? Sie sollen mich loslassen, habe ich gesagt. Ich habe Ihnen nichts getan. Das könnte dir so passen, hä? Wer bist du und wie zum Teufel hast du es geschafft, so lange unerkannt zu bleiben? Das geht Sie gar nichts an. Sir, haben gesehen, hier dieses Fass am Wagen? Es ist leer. Sieh mal einer an. Du hast dich tagsüber da drinnen versteckt und bedienst dich nachts an unseren Vorräten. Das ist nicht wahr. Er lügt. Was zum Donnerwetter ist das für ein Radau? Ich saß gerade über King Lear und da... Na, jetzt schlägt es aber 13. Was macht denn dieser Cockney-Bengel hier? Wollen Sie etwa sagen, Sie kennen ihn? Na, hören Sie. Das ist der Bursche, der mich schon vor einem halben Jahr in London bekniet hat, mich auf meiner Afrika-Expedition zu begleiten. Als Führer. Wie es aussieht, hat er Ihr Nein nicht akzeptiert, my Lord. Das finden Sie wohl auch noch amüsant, ja? Sein Name ist Richard Horatio Wallace. Was zum Kuckuck machen wir denn jetzt mit ihm? Edgar! Ich heiße Edgar! Wir könnten ihn wieder in sein Fass stecken und per Post zurück nach London senden. Das könnte Ihnen so passen. Da mache ich nicht mit. Nun, Edgar, hast du eine bessere Idee? Lassen Sie mich mitkommen, Sir. Ich bitte Sie. Ich kenne Afrika. Ich habe sehr viele Bücher über diesen Kontinent gelesen. Bücher? Ha! Das hat uns gerade noch gefehlt. So, gelesen hast du. Du bist fasziniert von Afrika, stimmt's? Ja, Sir. Bitte darf ich Sie begleiten als Ihr persönlicher Diener. Sie werden es nicht bereuen, das verspreche ich Ihnen. Tja, also schön. Sind Sie nicht ganz bei Trost, Fogg? Sie können ihm doch nicht zumuten, diese beschwerliche Reise fortzuführen. Ich denke, die Reise war in dem Fass schon anstrengend genug. Er wird bei Aouda im Wagen mitfahren. Und falls sich unsere Wege in ein paar Tagen trennen sollten, nehmen wir ihn einfach mit. Das kommt nicht in Frage. Ich kann allein gehen. Oh, seh ihn dort, dort drüben. Was? Ach du Heiliger, was zum Teufel ist das? Lichter, als ob da drüben in den Baumwipfeln Fackeln angezündet wurden. Seht doch. Was hat das nun wieder zu bedeuten? Das ist ein Zeichen des Unheils. Kamis noch nie haben gesehen. Aber es sind keine Geräusche von dort zu hören. Das ist tatsächlich seltsam. Werden beobachtet von geheimen Baumwesen. Sie spähen aus unser Lager, um...
um zu töten und mitzunehmen, Frau. Na, hör mal, das ist ja noch verrückter als das, woran ich gedacht habe. Was haben Sie vor, Mr. Fogg? Ich werde mir das mal aus der Nähe ansehen. Sie wollen doch nicht etwa allein dorthin. Keine Sorge, mein Lord. Passepartout wird mich begleiten. Ach, wird er, ja? Nun ja, also gut. Leben Sie wohl, mein Lord. Es wird schon nicht so schlimm werden. Mit Verlaub, Sir, aber jedes Mal, wenn Sie diese Formulierung gebrauchten, fanden wir uns kurz darauf geradewegs in der Hölle wieder. Ich möchte wissen, was es mit diesen Lichtern auf sich hat. Das ist alles. Sie flackern unruhig, als ob jemand ein Feuer entfacht hat. Aber so hoch über der Erde? Kannst du etwas entdecken, Passepartout? Nein. Wer immer dort oben ist, er scheint uns zu erwarten. Ich glaube, dass Kamis recht hat. Sie beobachten uns. Sie... Ach du Schreck. Die Lichter sind ausgegangen. Alle gleichzeitig. Vielleicht haben wir sie doch erschreckt. Das glaube ich kaum. Hörst du dieses Grollen? Allerdings. Es ist kein Gewitter. Was also mag das sein? Es kommt aus der Ferne, Passepartout. Da nähert sich etwas in rasender Geschwindigkeit unserem Lager. Und es ist